Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es mal wieder in Lightroom und genauer gesagt, wie man in Lightroom maskieren kann wie ein Profi. Das klingt jetzt erstmal sehr hochtrabend, aber ich habe eine neue Möglichkeit gefunden. Ich weiß nicht, ob die schon so populär ist. Ich habe sie zumindest bisher nicht gekannt und das möchte ich dir heute mal näher bringen, wie du in Lightroom sehr, sehr cool und sehr einfach, sehr professionelle Masken erstellen kannst. Dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Ich bin jetzt wieder in Lightroom drin und habe mal ein paar Beispielbilder rausgesucht, an denen wir jetzt demonstrieren können, wie das Maskieren richtig funktioniert und vor allem wie einfach und mit wenigen Mausklicks man richtig komplexe Maskierungen hinbekommen kann. Du kennst es wahrscheinlich schon, wir können hier mit verschiedenen Werkzeugen arbeiten. Ich habe einmal hier meinen Verlaufsfilter, mit dem ich eine Maske aufziehen kann. Wenn ich die Taste O dabei drücke, dann sieht man auch immer, wo hier die Maske vorhanden ist. Ja, also ich könnte jetzt hier zum Beispiel den Himmel maskieren. Ich drücke jetzt nochmal O, damit die Anzeige hier wieder raus ist. Und dann könnte ich jetzt hier zum Beispiel den Himmel dunkler machen. Jetzt habe ich natürlich das Problem bei so einer Verlaufsmaske immer, dass die sehr gerade ist. Also wir haben hier einen geraden Horizont. Ich kann die natürlich hier so ein bisschen drehen, aber gerade bleibt sie trotzdem. Und ja, dadurch wird auch immer so ein bisschen was anderes noch mitgenommen. Also zum Beispiel jetzt hier die Berge oder die Bäume. Aber dafür gibt es Möglichkeiten. Ich habe zum einen die Möglichkeit, hier mit einem Pinsel zu arbeiten. Das heißt, ich kann mir jetzt hier einen Pinsel nehmen, die Alt-Taste dabei drücken oder die Optionstaste und dann kann ich hier bestimmte Bereiche von dieser Verlaufsmaske hier wieder rausnehmen. Und das geht auch relativ gut. Wenn ich mir das Ganze jetzt nochmal anschaue, dann siehst du, dass hier, muss ich natürlich wieder mit gedrückter Alt-Taste machen, dann siehst du, dass hier die Bereiche schon raus sind, aber es ist halt nicht komplett akkurat gearbeitet. Also da könnte man natürlich noch ein bisschen sauberer arbeiten, aber du siehst, wenn ich jetzt hier an der Kante lang gehe, so kleine Ecken und Kanten bleiben dann halt doch da, die entweder zu viel oder zu wenig sind. Also es ist nicht 100% akkurat, aber es funktioniert. Wir haben natürlich außerdem die Möglichkeit, ich nehme jetzt hier den Verlauf nochmal weg, ziehe nochmal einen neuen schnell auf. Wir haben natürlich auch noch die Möglichkeit, hier das Ganze mit Bereichsmasken zu machen. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte das mit einer Luminanzmaske lösen und die dunklen Bildbereiche von diesem Verlauf wieder etwas rausnehmen. Das bedeutet jetzt, wenn ich jetzt hier wieder die Taste O drücke, dass wir zum Beispiel hier die Berge und die Bäume so ein bisschen außen vor lassen können und dann siehst du, dass das Ganze relativ gut funktioniert. Also das ist dann schon die bessere Methode. Diese Variante hier gibt es aber erst in der CC-Version von Lightroom. Das heißt, wenn du mit einer älteren Lightroom-Version arbeitest, dann hast du diese Bereichsmasken hier noch nicht mit dabei. Aber auch hier habe ich jetzt die Möglichkeit, relativ schnell und einfach eine gute Maske hinzubekommen. So. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Natürlich, wir haben auch den Radialfilter. Damit kann ich einfach radiale Masken aufziehen. Und die kann ich jetzt halt umkehren hier. Dann kann ich entweder die Maske außen oder innen haben, je nachdem, wo ich sie halt brauche. Und kann damit also auch wieder mir meine Masken erstellen. Und genauso hier habe ich natürlich auch die Möglichkeit, wieder mit Bereichsmasken oder auch mit dem Pinsel zu arbeiten, um jetzt bestimmte Bereiche davon wieder auszunehmen. Das heißt, wenn ich jetzt nur das Haus zum Beispiel haben möchte, dann könnte ich wieder eine Bereichsmaske Luminanz erstellen und alle hellen Bildbereiche hier mal wegnehmen, denn die Hütte ist halt sehr, sehr dunkel. Und dann brauche ich halt auch wirklich hier nur noch die Hütte. Und dann siehst du auch schon, wie das hier sehr gut nur noch auf die Hütte angewandt wird. Vielleicht hier hinten die Bäume noch so ein bisschen. Die könnte ich jetzt mit einem Pinsel noch wegnehmen. Wenn ich jetzt hier wieder die Alt-Taste drücke, dann male ich hier noch so ein bisschen außen rum. Und ich war schon wieder ein bisschen schluderig, sieht man jetzt hier an dem Hausdach. Also wenn man hier jetzt ein bisschen genauer arbeitet, dann funktioniert das natürlich auch. Aber eben nicht so 100% präzise wie eine weitere Möglichkeit, die ich dir jetzt zeigen möchte. Es gibt ja noch ein drittes Tool und das ist der Pinsel. Und mit diesem Pinsel kann man auch sehr gut arbeiten. Ich kann jetzt hier also irgendwas einfach reinmalen. Und das Schöne ist, ich kann hier automatisch maskieren anwählen. Und automatisch maskieren hilft mir schon eine ganze Menge. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Hütte hier maskieren möchte, dann wird das relativ gut gemacht. Also dann siehst du hier gerade, wo der Kontrast relativ stark ist, dann kann ich hier auch so ein bisschen weiter über die Kante drüber malen und da passiert nichts. Hier auf der Seite funktioniert es nicht ganz so gut, weil die Bäume halt auch relativ dunkel sind, aber grundsätzlich kann man hier schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielen mit dem automatisch Maskieren, wenn ich das hier anwähle. Ja, also wenn ich das jetzt ohne machen würde, dann würde es einfach überall hingemalt werden.
wenn ich automatisch Maskieren mit reinnehme, dann wird das Ganze sehr, sehr gut von Lightroom erkannt, wo ich jetzt hier die Kanten habe, wo die Maske dann bestehen soll und wo nicht. Also ich kann jetzt hier wieder Taste O drücken und jetzt zum Beispiel hier mal ein bisschen Belichtung reinbringen und damit die Hütte einfach ein bisschen aufhellen. Und du siehst auch, dass es sehr, sehr gut funktioniert, dass wir hier eigentlich keine wirklichen Übergänge drin haben. Also das passt schon mal sehr, sehr gut. So, jetzt gibt es aber bei diesem Pinsel einen Trick, den ich auch erst seit kurzem kenne, der aber richtig cool ist. Und dafür möchte ich hier mal aus dem Bild noch ein bisschen weiter rauszoomen, sodass wir hier noch ein bisschen mehr Platz haben. Denn was ich jetzt machen möchte, ich werde jetzt diesen Pinsel mal richtig groß stellen. Und ich möchte jetzt hier zum Beispiel mal die komplette Wiese, das komplette Grün hier in dem Bild anwählen, weil ich das Grün so ein bisschen verändern möchte. Und deswegen werde ich jetzt hier mal einen Pinsel nehmen, der größer ist als das gesamte Bild. Und dann klicke ich einfach mal hier in das Grün rein irgendwo. Und du wirst feststellen, zack, auf einmal, ich drücke jetzt hier nochmal die Taste O, damit man die Auswahl sieht, wie alle Grüntöne hier gleichzeitig angewählt wurden. Und das ist richtig cool. Ich kann jetzt auch im Nachhinein diese Maske hier noch verschieben und dann ändert sich auch immer die Auswahl. Wenn ich das jetzt hier zum Beispiel auf das Gelb schiebe, dann werden wirklich auch nur noch die gelben Farbbereiche angewählt. Wenn ich das jetzt hier wieder auf das Grün schiebe, auf das dunklere Grün oder auf das hellere Grün. Und schon habe ich mit einem Mausklick eine super Maske erstellt, die das komplette Grün in dem ganzen Bild abdeckt. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ja, ich möchte jetzt hier das Grün noch ein bisschen wärmer gestalten. Da kann ich auch eine Farbe hier zum Beispiel nehmen und hier mir ein schönes Gelb noch mit reinnehmen oder ein Orange, um das Ganze hier noch so ein bisschen zu färben. Und das habe ich mit einem Mausklick geschafft, diese Maske. Und das ist wirklich richtig, richtig cool. Ich zeige dir das mal an einem weiteren Bild. Nehmen wir zum Beispiel hier mal ein Bild von einer Hochzeit. Ja, ist auch schon ein bisschen weiter rausgezoomt. Und jetzt können wir hier auch wieder die Grüntöne zum Beispiel nehmen. Ich nehme jetzt hier wieder ein Pinselwerkzeug. Klicke jetzt hier einmal auf die Grüntöne. Ja, nehmen wir mal hier den Baum im Hintergrund. Zack, einmal draufgeklickt, einmal die Taste O angewählt. Und schon haben wir hier die kompletten Bäume im Hintergrund angewählt. Auch hier im Vordergrund so ein bisschen diese unscharfen Sträucher noch. Und wir können jetzt hier anfangen, zum Beispiel das Grün noch ein bisschen abzudunkeln oder aufzuhellen. Und schau dir mal an, mit einem Klick, was wir da für eine Maske erstellt haben. Also das ist wirklich unglaublich. Und wir können natürlich, wie gesagt, jederzeit diese Auswahl hier noch verändern. Wir können sie hin und her schieben und dadurch die Auswahl verändern. Wir können aber genauso gut natürlich auch hingehen und ich kann jetzt den Pinsel wieder kleiner machen und sagen, ich möchte jetzt hier den Vordergrund davon ausschließen. Dann drücke ich hier einfach die Alt-Taste dabei und male hier das Ganze aus dem Vordergrund zum Beispiel wieder raus. Überhaupt kein Problem. Hier auch die Beine von dem Brautvater vielleicht noch rausnehmen. Und schon haben wir jetzt hier eine Auswahl getroffen, die halt nur noch die Bäume hier im Hintergrund mit reinnimmt. Zack. Und schon ist das ganze Thema erledigt und wir können uns nur noch auf die Bäume im Hintergrund konzentrieren und die zum Beispiel wärmer machen, ja, oder kühler. Und das ist ein super Trick, wie ich finde, den ich jetzt auch erst seit kurzem anwende, den ich euch aber auf keinen Fall vorenthalten wollte, weil man damit unglaublich viel Zeit spart. Ja, und ein letztes Bild möchte ich dir noch zeigen. Hier zum Beispiel das Brandenburger Tor. Auch hier haben wir wieder Möglichkeiten. Ich kann jetzt zum Beispiel ganz schnell das Brandenburger Tor anwählen hier. Und zwar nicht nur das Brandenburger Tor an sich, sondern auch die Spiegelung dazu. Ja, hier vielleicht noch so ein bisschen den Bürgersteig. Den würde ich vielleicht wieder rausnehmen davon, weil den brauche ich jetzt nicht. Aber ich habe es mit einem Klick das komplette Brandenburger Tor angewählt. Und ja, hier oben vielleicht die Lampen, die nehmen wir noch raus aus der Auswahl. Zack. Und hier den Gehweg. Den brauche ich auch nicht, aber ich habe sofort das gesamte Brandenburger Tor inklusive Spiegelung einmal angewählt und könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte das Ganze noch ein kleines bisschen dunkler haben, ich möchte ein bisschen mehr Kontrast drin haben, ich möchte ein bisschen mehr Klarheit drin haben. So, und schon haben wir ein super Ergebnis nur auf dem Brandenburger Tor und es ist wirklich so gut maskiert, dass man da kein bisschen was von den Übergängen sieht und mit einem Klick gemacht. Also, man kann maskieren wirklich inzwischen in Lightroom richtig, richtig gut. Das geht sehr schnell und durch den Automatikmodus halt auch wirklich richtig einfach. Nutze aber auch die anderen Möglichkeiten wie die Bereichsmasken. Hier gibt es ja auch noch die Möglichkeit, über Farbe das Ganze sich auszuwählen. Über die Luminanzmasken habe ich dir schon gezeigt. Und natürlich hier oben mit deinen dreien Möglichkeiten, mit den dreien Werkzeugen, die man hier nutzen kann dafür. Die kann man natürlich in verschiedenen Situationen auch immer wieder unterschiedlich einbringen.
Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch Fragen hast, poste sie einfach unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn du mal in meinen Online-Store vorbeischaust. Dort gibt es Videotrainings zum Thema Lightroom, Photoshop und auch Luminar. Und aktuell haben wir dort auch eine Rabattaktion. Da kannst du nochmal 15% sparen. Würde mich also sehr freuen, wenn du da mal vorbeischaust. Und du kannst auch bei Instagram vorbeischauen. StefanSchäfer90 heiße ich dort. Da würde ich mich auch freuen, wenn du mir dort folgst. Ansonsten bleibt mir nicht viel mehr zu sagen als tschüss, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten.